Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße Sie alle recht herzlich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gebeten worden, das hat der Bruder Derksen gerade gesagt, ein paar Worte zu sagen. Bevor ich etwas zu meiner Person sage, möchte ich uns kurz ein Wort zu rufen, das Wort noch in Erinnerung rufen, unter dem dieser ganze Tag, diese ganze Tagung steht. Ich möchte uns noch einmal zurufen, das Wort aus 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5. Da heißt es: Predige das Wort, steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Ich möchte vor dem Hintergrund dieses Wortes Ihnen einige Dinge erzählen, die vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen hat, über das, was es heißt, wenn man versucht, und ich sage das bewusst als sündiger Mensch, wenn man versucht als sündiger Mensch, der Pastor, der Pfarrer sein darf, der das große Privileg hat, das Wort Gottes Menschen zu sagen, wenn man dazu steht, was dann passieren kann. Und wenn ich das jetzt sage, dann möchte ich alles, was ich gleich sage, verstanden wissen, zur Ehre Gottes. Wenn ich jetzt notwendigerweise von meiner Person spreche, spreche ich von einem Menschen, der Sünder ist und der die Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, nicht verdient hat. Und wenn irgendetwas irgendwie Anklang finden sollte, so nach dem Motto, was der Latzel für ein toller Held ist, das vergessen Sie mal gerade. Ich bin nur ein ganz kleines Licht, ein sündiger Mensch und verdiene nicht das, was ich tun darf. Aber ich muss zur Ehre Gottes das auch erzählen, was mir passiert ist in der Ausrichtung meines Amtes. Kurz zu meiner Person. Ich bin mit 15 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, habe mit 17 eine klare Berufung ins Pfarramt bekommen, bin dann an eine evangelische Universität in Deutschland gegangen, nach Marburg, habe dort fast 7 Jahre Theologie studiert, habe danach 2,5 Jahre mein Vikariat gemacht, war in der Kurhessischen Landeskirche, danach 10 Jahre Pfarrer in der Westfälischen Landeskirche und bin nun seit 9 Jahren knapp in der Bremisch-Evangelischen Kirche Pfarrer in der St. Martini-Gemeinde. Ich habe große Vorgänger in dieser Gemeinde gehabt, wo ich jetzt Dienst tun darf, auch bekannte Pfarrer, große Pfarrer, auch die kirchengeschichtlich in Deutschland eine Menge bewegt haben. Einer meiner Vorgänger, Pastor Motschmann, hat, weil seine Frau eine ambitionierte Politikerin war, die war Spitzenkandidatin der CDU in der Landtagswahl im letzten Jahr, da hat er Dinge gesagt, die er in seinen 20 Jahren Dienst in unserer Gemeinde nie getan hat. Er hat öffentlich in einem Zeitungsartikel gefordert in Bremen, Anfang letzten Jahres im Januar: Wir brauchen in Bremen ein House of One. Wir brauchen ein gemeinsames Gebetshaus, wo Juden, Muslime und Christen zu ihrem Gott beten gemeinsam. Und das hat unsere Gemeinde unglaublich verunsichert. Da sind Geschwister zu mir gekommen, haben gesagt: Pastor Latzel, was ist denn jetzt? Müssen wir wirklich so ein Haus haben? Was ist denn mit unserem alten Pastor los? Warum erzählt er solches? Aufgrund dieser Anfragen habe ich in einer Predigt im Januar, am 18. Januar, Stellung dazu genommen. Ich habe gepredigt über Gideon, der sein Haus reinigt von den Götzen, und habe klargemacht, dass wir in keinster Weise, in irgendeiner Weise mit Allah oder mit Muslimen zusammen irgendwelche Gottesdienste feiern können, irgendwelche Ökumene haben können, schon gar nicht irgendwas von denen lernen können halt, und ganz diese Bestrebung, die es gibt, nicht Abraham-Ökumene, vollständig abgelehnt, allerdings auch in sehr klaren, sehr deutlichen Worten. Diese Predigt war nicht nach außen gerichtet, sondern in die Gemeinde hinein, weil eben diese Dinge entstanden waren. Es gab noch ein paar andere Fragen, auch so Leute, die gekommen waren, haben gesagt: Ja, unsere Enkelkinder sind hier im Kindergarten, evangelischen Kindergarten. Die feiern zwar nicht mehr richtig Weihnachten, aber das Zuckerfest wird begangen. Dürfen wir denn da hingehen? Und zu dem habe ich auch etwas gesagt, halt, nicht? Dass das für uns als Christen nicht in Frage kommt, sondern dass das Götzendienst ist, an dem wir uns nicht beteiligen können und dürfen. Diese Predigt ist dann über Kanäle, die wir nicht genau kennen, das ist auch nicht wichtig, an die Öffentlichkeit gelangt. Und da hat dann sofort, ohne dass ich das wusste, die Landeskirche zu Stellung genommen. Und zwar in einer Form, also Landeskirche in Bremen, mein Arbeitgeber, in einer Form, die ich in dieser Schärfe noch nie erlebt habe. Ich habe immer wieder Probleme auch gehabt innerhalb der Kirche, wenn ich klar Dinge verkündigt habe. Ich habe mehrere Lehrzuchtverfahren gehabt, mehrere Disziplinarverfahren gehabt, halt nicht wegen meiner Verkündigung, halt nicht, die alle ausgegangen sind, gegenstandslos halt nicht. Aber jetzt kam ein Angriff, der sehr, sehr massiv war. Mein
nicht Vorgesetzter, aber der oberste Geistliche in der Landeskirche hat öffentlich erklärt, das sei geistliche Brandstiftung. Pfarrer haben im Fernsehen gesprochen und haben gesagt, das sei Hasspredigt. Von mir sind Bilder gezeigt worden, von Pierre Vogel und von mir, also von diesem muslimischen Hetzer halt, nicht? Das sei genau dasselbe. Es hat in Bremen eine Demonstration gegeben. Wir haben in Bremen etwa 150 Pfarrer. 80 Pfarrer haben sich zusammengestellt auf den Domtrassen. Der Dom gehört zur evangelischen Kirche. Wir haben protestiert. Es ist eine Unterschriftenaktion in der Kirche rumgegangen mit dem Wunsch, Pastor Latzel muss aus der Landeskirche entfernt werden aufgrund seiner Verkündigung. Und die St. Martini-Gemeinde, wenn sie zu ihm steht, muss ebenfalls aus der Landeskirche entfernt werden. Das können Sie euch vorstellen, das war nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig. Gleichzeitig kommt, und das weiß man, Bremen ist ein Zentrum des Islamismus, ist die Polizei gekommen, initiativ, und hat gesagt, Herr Latzel, wir nehmen das sehr ernst, Sie sind in einer Bedrohungslage. Dann wurden Gottesdienste unter Polizeischutz gestellt, standen Polizeimannschaftswagen bei uns halt nicht, die Presse ein Riesenecho, und es wurde geschossen, geschossen, geschossen. Der Landtag, wir sind ja das kleinste Bundesland, der Landtag in Bremen hat sich eine Stunde mit dieser Predigt beschäftigt, und die Parteien dort haben bis auf eine einzige Bürger in Wut, das ist so eine ganz kleine Randpartei, alle diese Predigt verurteilt. Das sei nicht Bremen, das sei nicht ihre Auffassung vom Glauben. Obwohl außer einigen Härten, die ich so gesagt habe, gesagt Reliquienkult, ich habe auch über katholischen Glauben gesprochen, ich habe gesagt, dass das, was in der katholischen Kirche heute zum Teil noch betrieben wird, dass also wie früher bei Luther nicht das geglaubt wurde, dass in diesem Fläschchen, das der Kurfürst Friedrich der Weisen hatte, dass da die Muttermilch Jesu drin war, und wenn man das anguckt, 10.000 Jahre Erlass im Fegefeuer bekommt, dass das totaler Blödsinn ist. Diese Dinge habe ich auch klar gesagt. Und da bin ich wirklich ins Gesäng für gestellt worden. So sehr, dass ich befürchten musste, anfänglich, das wird mir meinen Job kosten. Ich werde nicht mehr länger Pastor in dieser Kirche sein bei diesem Widerstand, gerade auch wie die landeskirchliche Leitung sich gegen mich stellt. Und das ist auch über die Medien ausgetragen worden. Also die Leiter der Kirche sind direkt ans Fernsehen gegangen, haben sich interviewen lassen, sind zum Bremer Rundfunkanstalt gegangen halt, haben dort Interviews gegeben halt. Und für mich war die Frage ganz intensiv, was soll ich denn in dieser Situation machen? Ich bin jemand, der sehr streitlustig ist. Das ist auch nicht gut in mir. Ich bin jemand, der auch Auseinandersetzungen nicht scheut. Das hat auch zu tun mit meiner Biografie. Meine beiden Geschwister sind auch Pfarrer, sehr liberal. Wir haben zu Hause viel gestritten. Aber ich lasse mich von Gott immer wieder korrigieren. Ich habe immer wieder einfach auch die Frage, Herr, ist das richtig, ist das falsch? Und es war so, dass dienstags dieser erste Fernsehbericht lief. Und mittwochs riefen die an von Radio Bremen und sagten, kommen Sie ins Studio, geben Sie ein Live-Interview zu diesen Dingen. Und mir war klar, wenn ich mich jetzt wehre, wenn ich jetzt weiter zum Evangelium stehe, dann wird das sehr ernst werden, dann wird das hart werden. Ich war dazu bereit, aber ich wollte auch nicht etwas tun, was jetzt von mir ausgekommen ist, sondern ich wollte wirklich das tun, was Jesus will. Und wenn ich da kleinere Brötchen backen musste oder wenn ich vergeben musste oder wenn ich mich nicht erwehren sollte, halt, hätte Jesus sagen sollen. Und ich war an diesem Mittwoch, als ich schon zugesagt hatte, 3 Stunden bei uns in der Kirche, habe intensiv gebetet. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, was willst du? Und wenn ich jetzt nicht in dieses Studio gehen soll, dann mach du die Türen zu. Leitwort meines Lebens ist Psalm 37, Vers 5, befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, und ich habe eine Entscheidung getroffen, lege ich es immer wieder vor den Thron des Allmächtigen und bitte ihn, falls es falsch sein sollte, wenn ich es nicht richtig erkenne, dass er die Türen zumacht. Und in diesem Gebet habe ich gestanden. Und ich habe dann nach einer sehr intensiven Gebetszeit, war ich nochmal in dem Büro unserer Sekretärin, und auch dort habe ich mich nochmal hingesetzt, wo ich normalerweise nie bin. Und dann ist etwas passiert, das darf ich zur Ehre Gottes sagen. Ich habe intensiv gebetet. Ich habe gesagt, Herr, wenn es nicht sein soll, mach die Tür zu, aber ansonsten gehe ich jetzt drüber. Und ich spreche das Amen. Und in dem Moment, wo ich das Amen spreche, geht der Anrufbeantworter los. Die Sekretärin war nicht mehr da, ich war allein im Büro und ich sitze normalerweise nie an diesem Platz. Und der Anrufbeantworter geht los und ich höre, wer da drauf spricht. Das ist ein großer Bruder, den ich sehr schätze, von dem ich viel mitbekommen habe. Der Bruder Winrich Schäffbruch, den kennen einige von Ihnen und euch. Und es gibt wenige Menschen in meinem Leben, von denen ich mir etwas sagen lasse, und geistlich schon mal ganz, ganz wenige. Aber Winrich Schäffbruch gehört dazu. Und ich habe gerade gebetet und gesagt, Herr, wenn es nicht sein soll, dann mach du die Türen zu, lass es mich erkennen. Und ich spreche das Amen und dann spricht Winrich Schäffbruch auf den Anrufbeantworter. Ich habe nicht abgenommen. Und Winrich Schäffbruch sagt, Olli, wir sind hier und beten für dich. Und du musst nach vorne gehen. Du musst Prediger des Evangeliums sein. Du musst die Fackel hochhalten, egal was passiert. Du darfst jetzt nicht zurückziehen. Du musst nach vorne gehen. Ich habe eine Antwort Gottes gebeten. Und ich habe es nie in meinem Leben so deutlich erlebt, wie in diesem Moment, wo der lebendige Gott durch den Mund des Bruders so gesprochen hat. Und da war für mich klar,
Da war für mich in diesem Moment klar, egal was passiert, alles wird gut werden. Und das kann ich ebenfalls zur Ehre Gottes bezeugen. Obwohl sich alle gegen eingewandt haben, die landeskirchliche Leitung, die Politik, die Verantwortlichen in der Öffentlichkeit, das, was Menschen böse machen wollten, die uns als Gemeinde entfernen wollten und die mich aus dem Amt haben wollten, halt nicht. Gott hat es gut getan. Gott sitzt im Regiment. Und diese Zeit war nicht, ich sage das immer wieder, vergnügungssteuerpflichtig, was ich da erlebt habe. Aber das, was dann gekommen ist nach den ersten zwei Wochen, da bin ich beschämt darüber, dass ich das als sündiger Mensch erleben darf. Wie Gott sich dazugestellt hat, wie er Dinge bestätigt hat und wie das, was Menschen böse gedacht hatten, er zum Segen geführt hat. Wie auf einmal die Landeskirche angegriffen wurde. Die, die mich angegriffen hatten, kamen aus der ganzen Bundesrepublik, haben Brüder und Schwestern geschrieben. Wir haben Briefe bekommen, dass wir für zwei Monate nicht in der Lage gewesen sind, einen normalen Betrieb bei uns in der Gemeinde laufen zu lassen. Es ist so, dass ich nach einer Woche aufgehört habe, E-Mails und Briefe zu lesen. Nicht, weil mich Leute beschimpft haben, das ganze Gegenteil war der Fall. Ich habe so viel Unterstützung bekommen von Geschwistern, dass ich langsam anfing, hochmütig zu werden. Wenn du 80 Mal am Tag liest, du bist der neue Luther, und du bist so stark und du bist so wunderbar. Ich sage das, ihr lacht, aber glaubt mir, der Widersacher setzt sich bei dir auf die Schulter. Und wenn er dich nicht über andere Dinge abschießen kann, dann kann er dich über die größte Sünde abschießen, dass er sagt, du bist hochmütig und du bist gut, Olaf Latzel. Du bist stark und du musst nach vorne gehen. Deshalb musste ich mich darunter bringen und ich habe dann auch zu den Brüdern gesagt, ich sage, bete darüber, dass der Herr mich in der Demut hält über diese Dinge halt nicht. Weil das, was ich dann erlebt habe, ist so großartig gewesen, dass ich wirklich bis heute Abend sprechen könnte über all die Wunder, die unser Herr und Heiland über diese Sachen getan hat. Dass unsere Runterladungen der Predigt, die lagen vorher bei 1000, liegen jetzt bei etwa 10.000, dass Leute sich über diese Predigt bekehrt haben, dass unglaubliche Dinge geschehen sind halt nicht, die kann man überhaupt gar nicht ausdrücken, was da ein Wunder gewesen ist. Nur weil man versucht hat, als sündiger Mensch zum Wort Gottes zu stehen. Und das möchte ich euch einfach als positive Erfahrung weitergeben. Wie gesagt, ich könnte noch viel reden, aber der Bruder Dirksen hat klar gesagt, bitte begrenzen Sie das hier auf 10 Minuten. Es ist fantastisch, was wir an Zuspruch bekommen haben, was Gott gewirkt hat. Und ich möchte euch Brüdern, die ihr Dienst am Wort tut, Mut machen. Steht dazu, ganz knallhart zur unverfälschten Lehre, egal was es kostet, egal was es ist, steht immer wieder dazu. Eins ist klar, wenn wir die Botschaft in Klarheit und Wahrheit verkündigen, so wie es hier im Wort steht, dann ist die Verfolgung sicher, dann sind die Angriffe sicher. Das hat ein Paulus erlebt, das hat ein Johannes der Täufer erlebt, das hat ein Petrus erlebt. Von den 12 Jüngern haben 11 das Martyrium erlebt, nicht? Die wurden getötet deswegen halt, nicht? Und wenn wir klar zum Evangelium stehen, dann wird genau das passieren halt, weil die Welt es nicht haben möchte, dass sie uns auch angreifen und verfolgen. Aber glaubt mir, der, für den wir unterwegs sind, unser Herr und Heiland Jesus Christus, er segnet uns dafür. Das war mir auch schon vorher klar. Aber nach den Ereignissen, die ich erleben durfte, kann ich das nur, und das ist auch meine Aufgabe, immer wieder sagen, steht zum Wort, seid treu dazu, tut brav den Dienst eines Predigers halt nicht, und den Rest wird unser Herr und Heiland Jesus Christus tun. Möge der Herr euch immer wieder in eurem Predigtdienst segnen. Hat Olaf Latzel hier zu bitten, dieses kurze Zeugnis, ja, dieses feurige Plädoyer für das Evangelium hier weiterzugeben.